Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, ja, auf meinem Kanal. Diesen Satz habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Es kam jetzt längere Zeit auch kein Video mehr von mir. Es wird heute, ja, Real Talk Video geben. Ich habe wirklich verdammt lang überlegt, ob ich dieses Video drehen soll. Ob ich das dann generell auch veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Aber aktueller Stand, ich möchte das euch mitteilen, was so abging, was gerade bei mir generell so passiert ist, was die letzten Monate oder Jahre passiert ist, warum es keine Videos gab, keine Streams gab und, und. Deswegen Real Talk Video, ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen, ich werde es aber auch nicht unnötig krass schneiden oder sowas. Ich versuche es kurz zu halten, euch zu erklären, was so abging bei mir. Ich weiß nicht, ich denke mal so 8 bis 10 Minuten wird das Video gehen. Ich will auch direkt anfangen, weil, wie gerade schon gesagt, ich brauche es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wahrscheinlich habe ich das auch schon in den Titel geschrieben. Ist krasse Überwindung für mich, sage ich euch so, wie es ist. Aber kurz und knapp, Freunde. Warum die letzten Monate, Jahre, ich sage jetzt mal nicht komischer Content, sondern ja unregelmäßiger Content gab von mir. Ich hoffe, das war ein deutscher Satz, ich denke schon. lag daran, dass ich vor mittlerweile ja, 2,5 Jahren meine erste Panikattacke hatte. Jetzt denkt sich der ein oder andere so, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Ich habe damals das Ganze in mich hineingefressen, habe am Anfang erst gar keinem was davon erzählt. Ich hatte meine erste, und das war auch mit Abstand fast die krasseste Panikattacke. Doch, das war die krasseste Panikattacke, die ich überhaupt hatte. Und ich hatte sie am 01.01.21, das heißt perfekter Start ins neue Jahr. Und dazu kam auch noch, die Panikattacke war unterm Autofahren. Es war so krass, dass ich gedacht habe, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Ich kann euch mal kurz so diese Fahrt schildern, weil die wird mich, denke ich mal, mein Leben lang prägen. Ich bin vom Kumpel heimgefahren, wir haben zusammen Silvester gefeiert, haben gar nicht mal so viel getrunken, paar Gläser Sekt, zwei Bierchen, chilliger Abend gemacht. Feuerwerk angeschaut, hab bei ihm gepennt. Nächsten Morgen stehe ich auf. Ich so, hey, ich fahre jetzt dann heim. Wollte noch ein bisschen Content machen, weil neues Jahr, neue Ziele, wie man so schön sagt. Ich, Auto eingestiegen, losgefahren, hab aber schon gemerkt beim Einstieg von meinem Auto oder in mein Auto, okay, meine Ohren gehen zu. Dachte ich so, what the fuck? Was ist jetzt los so? Also ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, unter Wasser seid oder die Ohren zudrückt. Ich dachte mir so, okay, was geht jetzt ab? Dann habe ich gemerkt, okay, von 0 auf 100, ich habe angefangen zu schwitzen. Also ich habe Schweißperlen in meinem Gesicht gehabt. Ich habe Schweißausbrüche gehabt vom anderen Stern. Wusste nicht, was passiert jetzt mit mir. Habe ich irgendwas Falsches gegessen, getrunken? Und dann ging es los. Ich bin dann losgefahren. Ich habe so Autofahrt so 10 Minuten, Viertelstunde gebraucht, um nach Hause zu kommen. Und unterm Fahren ging es dann los, dass ich so, ja, sehr, so Kreislaufprobleme hatte. Habe aber gedacht, komm, zieh durch, bist jetzt eh gleich daheim, fahr einfach los und würde jetzt nichts Schlimmes sein. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich krieg Herzrasen. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Ich dachte, okay. Dieses Gefühl kenne ich nicht so. Was passiert jetzt mit mir? Und dann habe ich so gedacht, wo dann der Höhepunkt, ich wusste ja damals nicht, was eine Panikattacke ist, wo dann der Höhepunkt erreicht war, hatte ich so krasses Herzrasen, dass ich gedacht habe, okay, fuck, ich bekomme jetzt einen Herzinfarkt. Ich weiß noch ganz genau, ich bin dann so eine Kurve bei mir in der Stadt oder am Ort, sage ich mal, gefahren, wollte da parken, habe es gar nicht mehr geschafft, habe das Auto abgewürgt, bin, ich glaube, halb aus dem Auto rausgefallen. Ich wollte um Hilfe rufen, konnte in dem Moment aber nichts mehr sagen, weil die Panikattacke, wusste ich ja damals, wie gesagt, nicht, oder dieses Herzrasen,
war so extrem, dass ich kein Wort mehr rausgebracht habe. Und ich wollte eigentlich nur irgendeinem Passanten fragen, bitte ruf einen Krankenwagen, fahrt mich in die Notaufnahme, was auch immer. Ich denke, ich klappe jetzt hier gleich zusammen. Ich bin dann ein paar Mal um den Block gelaufen. Irgendwann hat sich das beruhigt. Und ich dachte, okay, holy moly, das war jetzt hoffentlich eine einmalige Sache. Ich fahre jetzt heim, leg mich hin, schlafe ein paar Stunden und weiß nicht, am Abend sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ja, und Kurzfassung, also ich will euch jetzt nicht die ganze Story erzählen, weil das, was sich in 2,5 Jahren alles so angesammelt hat, würde ich jetzt nicht in dieses Video packen können, weil, keine Ahnung, das geht dann 5 Stunden lang oder so und das schaut sich kein Mensch an. Ich wollte euch nur sagen, ja, dass die Panikattacken immer wieder kamen. Es wurde immer schlimmer. Ich war sämtliche Male, ich habe mal grob mitgezählt, ich glaube 7 Mal war ich in der Notaufnahme. Ich wusste damals nicht, was eine Panikattacke ist. Der Standardweg oder was jeder normale Mensch macht, ist Mr. Google fragen. Ich habe gegoogelt, was habe ich, und ich kann euch sagen, Leute, das ist egal, welche Krankheit oder welche Symptome ihr habt, auch wenn es keine Panikattacke ist, wenn ihr Kopfschmerzen habt und ihr googelt, heißt es, ihr habt einen Tumor oder Krebs oder what auch immer. Und das habe ich leider auch gemacht, und das wusste ich damals nicht. Das hat mich getriggert und hat mich wieder zu einer Panikattacke geführt oder zumindest diese Anzeichen wieder gegeben. Also mein Körper hat mir Anzeichen gegeben, wenn ich was gegoogelt habe und da stand, okay, du leidest an, ich weiß es nicht, an einer Nervenkrankheit, verarbeitet dein Gehirn das so krass, Achtung, Alarm, zack, wieder Panikattacke bekommen. Und es ging jetzt 2,5 Jahre so, und es hat sich dadurch auch eine Depression, Burnout entwickelt. Ich weiß so nicht hundertprozentig, wo das herkam. Also ich bin in Therapie und ich habe mich am Anfang ein bisschen geschämt. Mittlerweile bin ich froh drüber, dass ich einen Platz habe, dass ich eine Therapeutin habe, die mir hilft, weil ich wusste, nach ein paar Monaten, also wo das Ganze angefangen hat, wusste ich nicht mehr weiter, weil Ärzte konnten mir nicht helfen. Ärzte haben gesagt, ja, wird schon wieder. Ein paar Freunde, konnten damit nichts anfangen, was ja auch vollkommen okay ist, weil ich sag mal so, wer noch keine Panikattacke bekommen hat oder erlitten hatte, der wird nie nachvollziehen können, wie sich sowas anfühlt. Und ich hatte am Tag mehrere, bis ich dann bei einem Arzt bin oder Arzt war, der mir Tabletten verschrieben hat. Ich habe Antidepressivum genommen, weil ich dadurch ja schon eine Depression entwickelt habe. Ich habe mich in mein Zimmer eingesperrt, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht mehr konnte. Das heißt, ich bin aufgestanden, Herzrasen gehabt, bam, Panikattacke. Und es war jedes Mal so, ich habe mich in die Arbeit gezwungen, weil ich musste auch mein Geld verdienen, habe mich in die Arbeit gezwungen und habe in der Arbeit Panikattacken gehabt. Ich bin von der Arbeit aus direkt in die Klinik gefahren, also ins Krankenhaus. Hab mich durchchecken lassen, war sogar auf der Herzstation, also Herz, ich weiß nicht, wie die Station heißt, weil ich halt gesagt habe, ich krieg gleich einen Herzinfarkt, ich habe so Herzschmerzen, aber das sind halt alles so Symptome, was eine, was die Psyche dir zeigen kann, wenn du, also, ich sag mal so, ich rede wieder viel zu viel, ich hab Panikattacken, ich hab sie immer noch, ich weiß mittlerweile, weil ich bei einer guten Therapeutin bin, was ich auch jedem empfehlen kann, Freunde, schämt euch überhaupt nicht. Ich habe es meiner Familie erzählt, ich habe es Freunden erzählt, ich habe es fremden Leuten erzählt, wenn die mich fragen, hey, wie geht's dir, wenn man so ins Gespräch kommt, irgendwie an der Bar oder sowas, erzähle ich das auch gern, weil es mir das gut tut. Und bin halt in Therapie und ich habe halt damals selber gemerkt, wo ich die Tabletten halt bekommen habe von dem Arzt, okay, danke, dass endlich mir jemand helfen kann, weil man erwartet, bei jeder Krankheit, die man hat, gib mir bitte eine Tablette, ich schluck die und morgen ist alles wieder normal. Und bei psychischen Sachen, psychische Probleme, psychische Störungen, Depressionen, Panikstörung, Angststörung, alle diese Sachen, gibt es kein Wundermittel. Es gibt einfach kein Wundermittel. Und diese Antidepressivum, was ich genommen habe, also ich habe sie genau 3 Monate genommen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe sie eingeschlichen. Dann habe ich sie 3 Monate genommen.
die ersten 4 Wochen war absolute Hölle für mich, weil man sagt ungefähr, die Tabletten brauchen 3 bis 4 Wochen, bis die im Gehirn wirken, oder weil die geht ja in die Synapsen und schießt mich tot. Könnt ihr gerne googeln, wenn ihr wollt, macht es aber lieber nicht. Und die ersten 3, 4 Wochen, wo man die nimmt, haben viele, das fand ich auch ganz interessant, viele Betroffene geschrieben, und das war auch bei mir der Fall so. Ich weiß nicht, wenn einer das von euch nimmt, ihr könnt mir gerne schreiben, ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt mir Privatnachricht schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Alles cool, Mann. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Können wir uns gerne austauschen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich die genommen habe. Die ersten 3, 4 Wochen war für mich die absolute Hölle. Ich hatte so krasse Panikattacken. Ich habe die Tabletten genommen und es wurde noch schlimmer. Und noch schlimmer und noch schlimmer. Und ich dachte, es geht nicht schlimmer. Bis ich dann selber gesagt habe, okay, ich habe auch keine Kontrolle mehr über meinen Körper gehabt, so krass, wie sich das anhört, aber es ist einfach so die Wahrheit gewesen. Und ich rede jetzt auch nur von mir und nicht von irgendwem anders, sondern weil bei jedem wirkt es ja auch anders. Manche vertragen das nicht, manche müssen 6 verschiedene Tabletten probieren, also Sorten, oder wie soll ich sagen, vom Hersteller gibt es ja 6 oder keine Ahnung, wie viele verschiedene Sorten es gibt. Bis man das Richtige gefunden hat, können Monate vergehen. Ich habe die damals halt genommen, 4 Wochen lang, Panikattacken, 5-mal so schlimm nochmal bekommen, obwohl ich schon gedacht habe, es war schon Endstufe. Und dann haben sie gewirkt, daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Sie haben dann gewirkt und ich dachte mir so, wow, fuck, geil, Alter, mir geht's wieder einigermaßen gut. Habe sie abgesetzt und bin wieder ins Loch gefallen. Sorry, Freunde, das Video wird länger als 10 Minuten gehen, aber ich werde noch ein paar Sachen raushauen, weil ich will das Thema einmal mit euch besprechen. Vielleicht mache ich auch noch ein zweites Video, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr mir was schreiben oder stellt mir Fragen. Ich kann die gerne beantworten. Ich werde sie auch hier als Video raushauen, weil wir uns da gegenseitig helfen können. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt noch ansprechen will. Thema Therapeutin oder Therapeut. Ich bin in Therapie, wo ich, wie gesagt, sehr froh bin, weil Corona-Zeit alles überfüllt ist. Die Therapeutin hat damals zu mir gesagt, das fand ich ganz, ganz wichtig und das werde ich euch auch nochmal sagen. Sie hat damals zu mir gesagt, Luis, ich werde dich nicht heilen können. Das war bei mir dann erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Ich so, ja, scheiße, Mann, ich bin ja hier, um dass du mich heilst irgendwie, weißt du, wie ich meine? Und hat sie gesagt, Luis, ich werde dich nicht heilen können, aber ich kann dir beibringen, damit umzugehen. Und bei mir hat das jetzt 2 Jahre, 3 Monate gedauert, bis die Attacken weniger geworden sind. Man kann sich das so vorstellen, weil ich, wie gesagt, eine Depression hatte. Ich bin mittlerweile raus aus dieser Depression. Es gibt ein paar Momente, wo es mich wieder runterdrückt, genauso wie mit Panikattacken. Mittlerweile geht es mir gut, Hut ab. Ich weiß aber, weil ich schon Rückfälle hatte, oder Rückschläge besser gesagt, weiß ich, okay, die sind völlig normal, die werden mich auch vielleicht mein Leben lang begleiten, aber ich weiß jetzt mittlerweile, wie ich damit umgehen kann. Zwar nicht immer, ab und zu gibt es noch so Momente, wo ich denke so, okay, ich gehe jetzt heute nicht ins Fitnessstudio, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, zum Thema Fitnessstudio. Zum Beispiel, ich gehe heute nicht ins Fitnessstudio, weil ich habe so Herzschmerzen oder so ein komisches Gefühl hier in der Herzregion oder mir schwindelig und so weiter. Und das sind halt so Sachen, was ich halt gelernt habe, dass deine Psyche oder dass man dadurch eine Vermeidungsstrategie entwickelt im Unterbewusstsein. Ich gehe nicht in Sport, weil dann geht es mir besser. Weil wenn ich jetzt in Sport gehe, beanspruche ich wieder mein Herz, mein Körper, mein Puls. Und ich weiß dann ganz genau, wenn der Puls steigt, kriege ich wieder Panikattacke. Also das ist so ein krasser Teufelskreis, den ich lernen musste. Und ich bin trotzdem, den Tipp kann ich euch auch geben, wenn ihr vielleicht unter Panikattacken leidet, versucht nichts zu vermeiden, ganz wichtig, Freunde, nichts zu vermeiden. Ich weiß, wie schlimm das ist, ich habe das alles hinter mir und ich habe es noch in mir, sage ich mal. Bei mir war es so halt, ich bin wie gesagt ins Studio gegangen, habe erste Hantel angesetzt, direkt Puls, okay, fuck, ich muss jetzt wieder heim. Ich glaube, 2-3 Mal bin ich heimgegangen und die anderen Male habe ich durchgezogen, weil im Endeffekt, dir kann nichts passieren.
das ist ganz wichtig, das muss man sich immer wieder sagen, egal wie krass die Symptome sind, dir kann nichts passieren. Und wenn du einen Puls von 150 hast, kannst du nicht ohnmächtig werden. Das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich immer wieder durchgebissen, bis ich, sage ich mal, ein normales, kann man jetzt wieder sehen, wie man will, ein normales Leben führen kann. Ich habe viel opfern müssen, streamen von heute auf morgen fast abgebrochen, weil ich halt nicht konnte. Ich habe den Stream angemacht, Panikattacke bekommen. Ich habe Video gedreht, ich saß hier in meinem Studio, Panikattacke bekommen. Kurz anderes Thema, ihr seht die Umgebung hier. Ich wohne mittlerweile auch nicht mehr in meiner Wohnung, bin umgezogen, ist vollkommen okay. Ja, hatte in meiner Wohnung Panikattacke, wenn ich alleine war. Hatte, ja, ich war tagtäglich mit mir selber beschäftigt und bin in diese Selbstbeobachtung auch gegangen. Ich bin schlafen gegangen mit Panikattacke, ich bin aufgestanden mit Panikattacke. Es gibt Leute, die berichten, dass sie aufwachen wegen einer Panikattacke, mitten in der Nacht. Und das finde ich ultra krass. Ich weiß jetzt nicht, warum mein PC hier so wieder Gas gibt. Ich mache eigentlich nur dieses Real Talk Video. Und Freunde, kurz und knapp, ich bin jetzt bei 16 Minuten, 17 Minuten Aufnahmematerial. Ich werde auch nicht viel wegcutten. Ich hoffe, ja, ihr könnt mich verstehen oder ihr müsst mich nicht verstehen. Aber ich will ja, euch sagen, dass, falls ihr auch an Panikattacken leidet, psychische Störungen, wie auch immer, ihr seid nicht alleine, es kann jeden treffen. Ich habe eigentlich damals gedacht, so, hey, ich habe doch das perfekte Leben, das habe ich mittlerweile immer noch. Ich habe einen Job, wo ich mein gutes Geld verdiene, mein eigenes Geld auch verdiene. Ich habe eine Familie, die wo fast alle super gesund sind, wo alle glücklich sind. Ich habe Equipment, wo man nur träumen kann, sich sowas leisten zu können. Das habe ich auch teilweise nur durch euch geschafft, auch wenn mein Kanal nicht mal groß ist. Ich habe hier viel Zeit investiert. Und das Thema will ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Also, Video wird 20 Minuten. Freunde, ihr könnt auch gerne Pause machen, morgen euch das Video anschauen. Bei mir war es so, der Hauptgrund von dem Ganzen, das hat auch meine Therapeutin gesagt, der beste Patient bist immer du selber. Das heißt, ich selber kann herausfinden, woher das kommt. So, sie kann mir helfen, Wege zu geben, Tipps zu geben, Vorschläge zu machen. Sie kann auch schauen, ob das, weil vieles kommt ja aus der Kindheit und so weiter. Bei mir, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das durch Stress kommt bei mir. Ich habe einen über 40 Stunden Wochenjob, was nicht normal ist. Buckel da ordentlich rein, muss oder will Zeit für Freunde haben, will Zeit für Musikproduktionen haben, Remixe zu machen, eigene Songs zu machen, kann man auch gar nichts mehr. Lag aber auch an Panikattacken und dem ganzen Thema, weil sobald ich mich hier hingesetzt habe, ging es halt wieder los. Ich wollte streamen und Videos schneiden, Videos aufnehmen, Reactions machen und. TikTok kam dazu, Instagram kam dazu und ich habe, keine Ahnung, um 6 Uhr stehe ich morgens auf und ich bin dann immer, wenn ich das alles unter einen Hut bringen wollte, um 2 Uhr ins Bett gegangen. Und das habe ich Monate gemacht und irgendwann hat es geknallt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, setz dir Prioritäten, strukturier dein Leben neu, strukturier deine Arbeitsweise, was ist dir wichtig, mach dir To-Do-Liste. Fällt mir noch schwer, weil ich war oder bin nie so ein Typ mit To-Do-Listen so zu führen, was schreibe ich jetzt auf, ach, mache ich jetzt heute doch nicht und so weiter. Bin ich gerade dran zu lernen, ist sehr wichtig für mich, dass ich einfach so weiß, okay, heute wollte ich dieses Video aufnehmen, ich werde das heute nicht mehr schneiden, sondern ich mache es morgen. So, morgen mache ich dafür nochmal ein TikTok-Video, was ich dann mit hochlade, Tag vorbei. So, gehe zeitlich ins Bett, dass ich morgen wieder Energie habe zum Arbeiten und so weiter. So, Freunde, in diesem Sinne, kurz und knapp, ich leide an Panikattacken, ich hatte eine Depression. Burnout ist ja eigentlich so ein Überbegriff. Dann hat sich bei mir eine Panikstörung entwickelt. Kann ich auch nochmal ganz kurz erklären, dass bei mir zum Beispiel zeigt sich das hier Herzregion ganz krass. Ich habe hier immer so Schmerzen, so ein Stechen gehabt und es hat sich in meinem Gehirn so festgepflanzt, dass ich immer gedacht habe, okay, mein Herz tut weh. Dabei hat sich herausgestellt, also ich habe alles durchchecken lassen, was auch mal gut war. Es hat sich herausgestellt, dass ich kerngesund bin. Organisch zumindest.
In den Kopf kann man leider nicht schauen. Und es hat sich herausgestellt, dass bei mir halt dieser Muskel hier am Herzen oder der über dem Herz ist, dass ich den halt durch das Training irgendwie ja beanspruche, was ja auch normal ist bei Bankdrücken, Schrägbankdrücken und so weiter. Und der hat immer wehgetan und mein Gehirn hat sich aber abgespeichert, hey, das ist das Herz, zack, Panikattacke bekommen. Und das habe ich mittlerweile ganz gut im Griff, hatte jetzt vor ein paar Tagen wieder so einen Fall, wo es ein bisschen wehgetan hat, ist aber vollkommen okay. Dann kommt halt ab und zu auch dieses Kribbeln, wo jetzt jeder sagt, oh Gott, du hast einen Herzinfarkt oder so. Das ist alles wirklich, also ich bin wirklich kerngesund, laut Ärzte. Und es ist halt einfach die Psyche, die einem sowas vorgaukeln kann und solche Symptome geben kann. Und ihr müsst es immer so sehen, das finde ich auch mal ganz cool, nehmt diese Panikattacken nicht als Feind, sondern als Freund. Ist schwer zu verstehen und schwer zu lernen. Muss ich auch noch lernen, weil ich war immer so Panikattacke, ich muss mich dagegen wehren. Was mache ich jetzt? Okay, ich lege mich jetzt hin und bewege mich nicht mehr. Jetzt mache ich so, ich weiß, okay, vielleicht wenn sich was anbaut, es könnte eine Panikattacke werden, ich fange an. Was kann ich aufzählen? Wie viele Gegenstände sind hier im Raum? Welche Farben? Was kann ich anlangen? Was kann ich schmecken? Und so weiter. Das sind alles so Tricks, was ich durch die Therapie gelernt habe. Die kann ich euch in einem separaten Video gerne mitteilen, auch wenn es jetzt nicht der Content ist, den ihr hier erwartet. Auf jeden Fall meine Panikstörung, Depression, Panikattacke und Angststörung habe ich mittlerweile, sage ich mal, ganz gut im Griff. 2,5 Jahre sehr krass gelitten. Ich war sehr, sehr weit unten, kann ich euch so sagen, wie es ist. Tabletten nehme ich aktuell keine mehr. Bin ich auch froh drüber, weil ich möchte gern selber Kontrolle über meinen Körper haben. Auch wenn bei einer Panikattacke hatten wir keine Kontrolle, aber ich meine gedankenmäßig, gefühlsmäßig so. Ich habe die Tabletten damals genommen, es war alles so fremd und katastrophal. Ich bin rumgelaufen wie ein Zombie und deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es ohne Tabletten. Ich fahre gerade ganz gut. Es wird Rückschläge geben, ganz klar hat sie mir auch gesagt, die Therapeutin, die musst du akzeptieren. Die sind, die können dein Leben lang sein. Ist halt so. Ich lebe trotzdem weiter, so gut wie es geht. Mach meinen Content, mach das, was Spaß macht. Das war, jetzt, ich muss es nochmal ganz kurz sagen, Freunde, das war auch so ein Thema, wo ich die Panikattacken hatte. Dadurch hatte ich eine Depression und dadurch hatte ich auch keinen Spaß mehr an dem Ganzen hier. Streamen, Videos, keine Ahnung, Musikproduktion. Und ja, dann weiß ich einfach, okay, das war halt diese Depression, die mittlerweile gut weg ist. Bin ich echt froh. Weil Depression ist schon was Krasses. Und ein Tipp will ich jetzt nicht sagen. Doch, einen Tipp will ich euch geben, Freunde. Schämt euch nicht. Sucht euch bitte, bitte Hilfe, wenn ihr unter sowas leidet. Ihr könnt auch als Gesunder mal, oder wenn ihr irgendwelche privaten Probleme habt, dafür gibt es Profis, dafür gibt es Therapeuten. Die Warteliste ist lange. Ich habe auch gewartet, bin aber froh, dass ich jetzt bei einer bin und fahre damit sehr gut. Und ja, sie stärkt mich wieder, ich stärke mich selber. Mich hat der Sport sehr rausgeholt. Ihr seht es auf Instagram, es ist eigentlich nur Sport, Sport-Stories am Start bei mir, weil ich halt durch den Sport die Panikattacken, sag ich mal, wegbekommen habe. Unter anderem auch, oder zum Großteil. Und weil ich, genau das wollte ich noch ganz kurz sagen, das Video geht 30 Minuten lang. Ich habe durch die Tabletten, wo ich aufgehört habe, 20 Kilo zugenommen. Ich war, ich habe mich so unwohl gefühlt. Konnte ja auch nicht ins Studio gehen, weil ich ja wieder Panikattacken bekommen habe. Deswegen habe ich es durchgebissen, weitergemacht. Jetzt können wir noch einen ganz kurzen Flex machen. Ich weiß, das passt eigentlich nicht zum Thema. Aber, Freunde, die Form kommt langsam. Ich wandle gerade mein Fett zu Muskeln um. Bin ganz froh drum. Tut meinem Kopf ganz gut. Kann ich auch jedem empfehlen. Macht Sport. Muss kein Kraftsport sein. Geht laufen, geht spazieren. Keine Ahnung. Geht walken. Geht vielleicht doch ins Studio. Macht auf jeden Fall was. Ist wichtig. Tut eurem Kopf gut. Tut eurer Seele gut. Und tut allem gut. So, in diesem Sinne, Freunde, ja, war doch jetzt länger als gedacht. Tut mir leid, wenn ihr das nicht bis zum Ende gesehen habt. Alles cool, bin ich euch nicht böse. Falls ihr bis zum Ende geskippt habt, wünsche ich euch natürlich einen sehr, sehr geilen Tag. Habt ihr Probleme,
wollt ihr irgendwas loswerden, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich werde euch antworten. Ich werde euch ein paar Tipps geben können. Wir können uns austauschen. Ich kann euch ein paar, wie gesagt, Tipps geben, die ich jetzt in meiner 2,5 Jahren Laufbahn gelernt habe, weil da gab es doch schon einiges, was ich so umgesetzt habe. Und genau, toi toi toi, drückt uns allen die Daumen. Ihr seid nicht alleine. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir sind alle nur Menschen. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder regelmäßiger Content gibt. Oder kommt. Ich will auch wieder streamen. Ich muss hier alles noch einrichten. Ich habe hier hinten nur ein Regal. Ich habe hier von Halo, dem Master Chief, einfach in der Ecke hingeklatscht. Will hier meinen DJ-Controller wieder aufbauen. Ein paar geile, saftige Streams mit euch machen. Aber ich halte euch up to date. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.